Und sie sind los. Am 19. Juni 1981 startete in den US-amerikanischen Kinos ein Film, der nur so mit PS-starken Boliden und Hollywood-Stars protzte und der zu einem der erfolgreichsten Streifen des Jahres werden sollte. Und das, obwohl seine Story noch dünner war als das Blatt Papier, auf dem dieser Text geschrieben steht. Mit Auf dem Highway ist die Hölle los hat unser Bühmonster einen echten Klassiker rausgesucht, der zur damaligen Zeit genau den Nerv des Publikums traf und auch heute noch hervorragend funktioniert. Selbst wenn die jüngeren Zuschauer die meisten Stars, die darin vorkommen, gar nicht mehr kennen. Was Burt Reynolds von diesem Film hielt und warum er ein junges Mädchen in den Rollstuhl brachte, erfahrt ihr jetzt. Ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet habe, dass du dir diesen Film aussuchst, Bü. Tja, ich gucke eben auch noch andere Dinge außer Pokémon. Allerdings habe ich den Streifen gar nicht im Archiv. Ich weiß, darum habe ich auch den hier aufgebaut. Wie ich sehe, bist du gut vorbereitet. Aber hallo. And here we go. Der Film Auf dem Highway ist die Hölle los startete am 19. Juni 1981 auf 1373 Leinwänden in den amerikanischen Kinos. Am selben Tag wie Superman 2, hinter dem er sich in den Kinocharts direkt auf Platz 2 behauptete. Am Ende wurde der Streifen der sechsterfolgreichste Film des Jahres und spielte bei einem geschätzten Budget zwischen 16 und 18 Millionen Dollar satte 160 Millionen US-Dollar wieder ein. Bei uns in Deutschland lief der Film am 2. Oktober 1981 an und landete in den Jahrescharts mit 4.825.937 Zuschauern auf Platz 1 und verwies dabei Filme wie Das Boot, James Bond in tödlicher Mission und Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, auf die Plätze. Weißt du, was schön ist bei dem Film? Man kann jederzeit mal eben auf die Toilette verschwinden, ohne Angst haben zu müssen, irgendwas Wichtiges verpasst zu haben. Wie meinst du das? Naja, eine tiefgreifende Story hat der Film ja nun wirklich nicht. Ja, das ist allerdings wahr. Die Story würde locker auf ein Blatt Toilettenpapier passen. Alle zwei Jahre findet in den USA ein illegales Autorennen statt, das über eine Distanz von 3000 Meilen von der Küste von Connecticut bis zur Küste Kaliforniens geht. Dieses berüchtigte Rennen ist als der Cannonball Run bekannt. Hierbei versuchen die schrägsten Teams, die begehrte Siegertrophäe zu erlangen. Im Grunde wechselt der Film während des Rennens permanent zwischen den abgefahrenen Erlebnissen der einzelnen Gruppen hin und her, bis fast alle kurz vor der Ziellinie wieder aufeinandertreffen. Was denn? Das ist alles? Ja, das ist alles. Wow, bei Spaceballs hast du 3 Minuten für die Story gebraucht und hier nicht einmal 30 Sekunden. Ja, weißt du, die haben sich eben mehr auf die verrückten Teams konzentriert. Story? Nebensache. Da wäre zum einen der Abenteurer J.J. McClure mit seinem durchgeknallten Assistenten Victor. Die beiden sind mit einem getunten Dodge Tradesman unterwegs, den sie als Krankenwagen getarnt haben, um nicht von der Highway Police angehalten zu werden. Um ihre Tarnung zu perfektionieren, haben sie den rauschmittelabhängigen Quacksalber Dr. Nicholas van Helsing an Bord und natürlich ihn. Die geheime zweite Persönlichkeit Victors, die sich immer dann zeigt, wenn Gefahr im Verzug ist und die auf den klangvollen Namen Captain Chaos hört. Ach ja, und dann wäre da noch die Fotografin und Naturliebhaberin Pamela Glover, die zusammen mit Arthur J. Foyt, einem Vertreter der Safety Enforcement Unit, versucht, das illegale Rennen wegen der schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu stoppen. Hinter der Startlinie treffen JJ und Victor auf Foyt und Glover, die in einen leichten Unfall verwickelt waren. Kurzerhand nehmen sie Pamela in ihrem Krankenwagen mit und lassen Mr. Foyt an Ort und Stelle zurück. Dann hätten wir da den ehemaligen Rennfahrer Jamie Blake und den Betrüger Morris Fenderbaum, die sich als katholische Priester verkleidet haben. Die beiden sind mit einem Ferrari 308 GTS unterwegs, der übrigens dem Regisseur Hal Needham gehörte, und das gleiche Modell ist, das auch Thomas Magnum fuhr.
Das heißeste Team besteht zweifelsohne aus den Ladies Jill Rivers und Marcy Thatcher, die mit einem Lamborghini Countach unterwegs sind und der Obrigkeit statt mit Verkleidung eher mit Entkleidung begegnen. Die beiden kehren auch in der Fortsetzung zurück, werden dort aber von völlig anderen Schauspielerinnen gespielt. Der wohlhabende, aber gelangweilte Manager Bradford Compton kam auf die Idee, das Rennen auf einem Motorrad zu bestreiten. Er und sein alter Freund Shaky Finch, der einst der größte Cross-Country-Motorradfahrer der Welt war, wählten dabei die Verkleidung als frisch verheiratetes Ehepaar und rissen die 3000 Meilen auf dem Hinterrad ab, da Finch in den letzten Jahren etwas an Gewicht zugelegt hat. Jackie Chan und Michael Hu treten als technikverliebte Tüftler in einem Subaru GL voller Gadgets für Japan in diesem Rennen an, obwohl beide Chinesen sind. Dabei sieht sich Chan zum Beispiel während der Autofahrt den Triple X-Klassiker Behind the Green Door an, um seine Übermüdung zu überwinden. Dann wären da noch Mel und Terry, die einen 1976er Chevrolet Chevelle Laguna Nazca Hawaiian Tropic fahren, auf die aber weniger Augenmerk gelegt wird. Ebenso wie auf das Team mit dem Abschleppwagen, die sich Mad Dog und Batman nennen. Das ist Scheich Abdul Ben Falafel, der fest entschlossen ist, das Rennen zu gewinnen, auch wenn er es kaufen muss. Hier ist übrigens Bianca Jagger als seine Schwester zu sehen. Der Scheich fährt einen Rolls-Royce Silver Shadow und ist der einzige Charakter, der in allen drei Cannonball-Filmen vorkommt. Ja, und dann ist da noch Seymour Goldfapp Jr., der glaubt, ein Schauspieler namens Roger Moore zu sein. Sein Gefährt ist ein Aston Martin DB5, wie er in Goldfinger zu sehen ist. Auch sein Kennzeichen kommt tatsächlich genauso in zwei Bond-Filmen vor. Er hat bei jeder Etappe eine andere Begleiterin an seiner Seite. Naja, wer braucht schon eine Story, wenn man solche Charaktere hat? Wie kommt man nur auf die Idee, so einen bescheuerten Film zu drehen? Oh, das ist eine äußerst interessante Geschichte. Der Regisseur Hal Needham ging nach seiner Zeit als Fallschirmjäger im Koreakrieg nach Hollywood und machte sich dort einen Namen als Stuntman. Während seiner Zeit in der Traumfabrik lernte er unter anderem Burt Reynolds kennen, den er in mehreren Filmen doubelte und mit dem ihn seitdem eine tiefe Freundschaft verband. Die beiden Männer teilten vor allem eine Vorliebe für schnelle Autos und so gründeten sie zusammen sogar ein eigenes NASCAR-Team. Diesem Umstand war es zu verdanken, dass sich Needham mit vielen weiteren Speedlovers anfreundete, wie zum Beispiel mit dem Journalisten Brock Yates, der die strengen Geschwindigkeitsbegrenzungen innerhalb der USA immer wieder in lautstarken Statements ablehnte und Anfang der 70er als seine Antwort darauf das legendäre Cannonball-Rennen ins Leben rief. Die beiden Männer blieben miteinander in Kontakt und als Needham später ins Regiefach wechselte, fasste er den Entschluss, einen Film über das Cannonball-Rennen zu machen. Um so viele Eindrücke wie möglich zu sammeln, nahm er 1979 sogar selbst an dem Rennen teil, mit Yates als seinem Teampartner. Dabei kamen sie auf die Idee, einen Van zu fahren, der 150 Meilen die Stunde schaffte und den sie zu einem Krankenwagen umbauten. Sie hatten bei ihrer Fahrt sogar den Arzt Lyle Royer und Brooks zweite Frau Pamela Reynolds als Patientin dabei, um die Polizei an der Nase herumzuführen. Needham bat die anderen Teilnehmer darum, ihre Erlebnisse während des Rennens aufzuschreiben, von denen einige tatsächlich ihren Weg in den fertigen Film fanden. Im Anschluss an das Rennen verfassten Needham und Yates gemeinsam das Drehbuch, das im Grunde nur eine Aneinanderreihung einzelner Szenen war. Einen Geldgeber für dieses Projekt zu finden, war nicht besonders schwer, denn Needhams Filme Ein ausgekochtes Schlitzohr, Um Kopf und Kragen und Ein ausgekochtes Schlitzohr ist wieder auf Achse hatten alleine in den USA mehr als 240 Millionen Dollar eingespielt. Und so bot der Filmproduzent Albert S. Ruddy Needham an, seinen Film zu produzieren. Allerdings gab es dabei einen Haken. Ruddy wollte, dass Burt Reynolds erneut die Hauptrolle in Needhams Film übernimmt. Doch der wollte nach Ein ausgekochtes Schlitzohr ist wieder auf Achse keine Filme dieser Art mehr drehen. Auch wenn der Plan eigentlich Steve McQueen in der Hauptrolle vorgesehen hatte, wusste Needham, dass Ruddy zu Recht auf Reynolds bestand. Er war maßgeblich am Erfolg seiner Filme beteiligt. Also machte er seinem Star ein verlockendes Angebot. Der Drehplan wurde so gelegt, dass Reynolds nur 14 Drehtage hatte, die ihm allerdings eine Gage von 5 Millionen US-Dollar bescherten. Darüber hinaus wurde er auch noch am Einspielergebnis beteiligt, was ihn damals zum bestbezahltesten Schauspieler aller Zeiten machte.
Reynolds selbst sagte einmal, dass ihm der Film nie gefallen hätte, doch er wollte seinem Freund Hal helfen und außerdem wäre es auch unmoralisch gewesen, so viel Geld abzulehnen. Das ist eine Menge Kohle. Allerdings, und die Kohle musste erstmal irgendwo herkommen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Chucky Chan mit in dem Film ist. Wie, echt jetzt? Wenn du wüsstest. Albert S. Ruddy wollte diesen Film unbedingt produzieren, weil er sein Potenzial erkannt hatte. Aber alleine konnte er die rund 18 Millionen US-Dollar nicht stemmen. Also bat er seinen Produzentenkollegen Raymond Chow um Hilfe. Der hatte zusammen mit Leonard Ho das Studio Golden Harvest gegründet, welches sich vor allem durch die vielen erfolgreichen Filme mit Jackie Chan in Asien einen Namen gemacht hatte. Für Chow war dieser Film die Gelegenheit, einen Fuß auf den internationalen Markt zu bekommen und der Produzent Andre Morgan, der mit Jackie Chan die große Keilerei gedreht hatte, schlug Chow vor, seinen größten Star in dem Streifen unterzubringen, um auch ihn einem breiteren Publikum vorzustellen. So landete Jackie Chan zusammen mit dem damals in Asien äußerst populären Komiker Michael Hu in Auf dem Highway ist die Hölle los. Wahnsinn, wie das alles so zusammenhängt. Aber die meisten anderen Schauspieler kenne ich gar nicht. Ja, das war ja auch weit vor deiner Zeit. Aber die meisten von denen waren damals tierisch angesagt. War bestimmt nicht ganz einfach, die alle vor die Kamera zu kriegen. Es war von Anfang an Needhams Plan, den Film als Event-Movie anzulegen und so viele Stars wie möglich zusammenzutrommeln. Als ehemaliger Stuntman kannte er die meisten großen Schauspieler persönlich und so war der Cast relativ schnell komplett. Als erstes fragte Needham bei seinem Freund Dean Martin an, der wiederum seinen Kumpel Sammy Davis Jr. überzeugte, was Needham niemals zu träumen gewagt hätte, denn er war sich schon nicht sicher, ob Martin überhaupt bereit wäre, in einem Film mitzuspielen, in dem er sein Alkoholproblem auf die Schippe nehmen sollte. Auch Roger Moore zeigte überaus viel Humor im Umgang mit seiner Person. Er sollte ursprünglich einen Mann spielen, der glaubt, James Bond zu sein. Doch alleine wegen der Rechtslage hatte Moore da starke Bedenken und schlug vor, einen verkappten, alternen Playboy zu spielen, der glaubt, Roger Moore zu sein. Das war weit weniger verfänglich. Der Bond-Produzent Albert R. Broccoli tobte aber trotzdem und ließ in die Verträge aller künftigen Bond-Darsteller eine Klausel einsetzen, die derartige Auftritte fortan verbot. Adrienne Barbeau war damals gerade aufgrund ihrer Rollen in den John Carpenter-Filmen The Fog, Nebel des Grauens und Die Klapperschlange mega angesagt und ebenfalls sofort Feuer und Flamme für den Streifen. Genau wie Jack Allum, der sich über die Gelegenheit freute, endlich einmal nicht den Bösen zu spielen und gegen sein Image besetzt zu werden. Dom DeLuise bekam die Rolle auf Wunsch von Burt Reynolds, der gerne ein weiteres Mal mit seinem besten Freund vor der Kamera stehen wollte. Und Farrah Fawcett war dankbar für die Gelegenheit, in einem großen Kinofilm mitwirken zu können, nachdem sie sich endgültig von ihrer Serie Drei Engel für Charlie gelöst hatte. Außerdem hat Peter Fonda einen Cameo-Auftritt in dem Film, der seinen Charakter aus Die wilden Engel und Easy Rider auf die Schippe nimmt. Das klingt ja witzig. Ja, aber so witzig ging es da nicht immer zu. Es gab da zum Beispiel einen Unfall am Set, der eine junge Frau in den Rollstuhl befördert hat. Das geschah am 25. Juni 1980. An diesem Tag wurde Heidi von Belz, eine ehemalige Skimeisterin, Stuntfrau und aufstrebende Schauspielerin, bei einem Autostunt lebensgefährlich verletzt. Der ursprüngliche Stuntman stand wegen familiärer Probleme nicht zur Verfügung und der Stuntkoordinator Bobby Bass rief seine damalige Verlobte von Belz ans Set. Er sagte ihr, dass dieser Stunt ein Kinderspiel sei. Das Auto sollte von Stuntman Jimmy Nickerson gelenkt werden und sich zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen hindurchschlängeln. Unterdessen sollte von Belz auf dem Beifahrersitz mitfahren und eine Nebelmaschine bedienen, was den Eindruck erwecken sollte, das Auto stünde in Flammen. Das Auto, ein Aston Martin, war in einem schlechten Zustand. Die Lenkung, Kupplung und der Tacho waren defekt. Zudem hatte der Wagen auch kaputte Reifen und keine Sicherheitsgurte. Nickerson bat darum, das Fahrzeug instand setzen zu lassen, doch es wurden nur marginale Reparaturen vorgenommen. Am Ende hatte es noch immer keine Sicherheitsgurte. Während des geplanten Stunts kollidierte das Auto frontal mit einem Lieferwagen, wobei von Belz durch die Windschutzscheibe flog und sich das Genick brach. Von da an war sie querschnittsgelähmt. Die Versicherungsfirmen der Produktionsgesellschaft aber weigerten sich, die Behandlungskosten und Schadensersatzforderungen zu übernehmen, was zu einem jahrelangen Rechtsstreit führte.
Erst im Jahr 1988 entschied das US-Berufungsgericht für den 9. Gerichtsbezirk, dass von Belz eine Entschädigung in Höhe von 7 Millionen Dollar zustehe, von der sie aber nur 3,2 Millionen erhielt, die größtenteils für die Behandlungs- und die Anwaltskosten draufgingen. Doch ihre Klage führte zu einer Anschnallpflicht in allen Stuntautos und veranlasste die Directors Guild, Regisseuren zu verbieten, Stunts vor Ort kurzfristig abzuändern. Oh, das ist ja büh. Tja, aber manchmal muss immer erst was Schlimmes passieren, damit sich irgendwas bessert. Wie wär's mit ein wenig unnützem Wissen, um wieder auf andere Gedanken zu kommen? Der Journalist Brock Yates, der das reale Cannonball-Rennen ins Leben gerufen hat, hat in dem Film einen Cameo-Auftritt. Er spielt den Rennorganisator, der an der Startlinie die Regeln festlegt. Auch der Regisseur Hal Needham selbst ist in einem Cameo zu sehen. Er spielt einen Rettungssanitäter, wird aber im Abspann nicht aufgeführt. Apropos Abspann. Mit dem zweiten Schlitzohrfilm führte Needham das Stilmittel ein, während des Abspanns die verpatzten Szenen des Films zu zeigen. Diese Idee gefiel Jackie Chan so gut, dass er sie von da an auch für seine eigenen Filme verwendete. Die Synchronsprecherin June Foray sprach die Dialoge sämtlicher Damen, die Roger Moore in seinem Aston Martin mitnimmt. Sie war unter anderem die amerikanische Originalstimme von Granny und der Hexe Hazel bei Bugs Bunny, Jokey Schlumpf, Grammy Gummy bei Disneys Gummibärenbande und Gundel Gaukelei und Oma Knack bei den DuckTales. Von 1950 bis 2017 konnte sie insgesamt über 200 Sprechrollen in Trickfilmen und Serien verzeichnen. Und wo wir schon mal bei Synchron sind, für die Dialoge und die Synchronregie zeichnete kein geringerer als Rainer Brandt verantwortlich, der seit den 70ern auch sämtliche Bud Spencer und Terence Hill Filme vertonte und die Serie Die Zwei, in der er selbst als Danny Wilde zu hören ist. Was auch der Grund dafür war, dass Roger Moore in dem Film nicht von Nils Klausnitzer gesprochen wurde, wie es bei den Bond-Filmen der Fall war, sondern von Lothar Blumhagen, mit dem Rainer Brandt schon bei Die Zwei zusammengearbeitet hatte. Ja, und so schnell sind 95 Minuten um. Bü? Hallo? Lieber Vanji, ich weiß, dass du keine rührseligen Abschiede magst, darum mache ich es auf diese Weise. Es ist Zeit für mich, wieder in meine eigene Welt zurückzukehren. Deshalb habe ich auch diesen Film gewählt. Ich wollte noch einmal so richtig mit dem fetten Loser ablachen, der in meinen Augen keiner ist. Vielen Dank für die schöne Zeit bei dir und entschuldige bitte die Umstände, die ich dir gemacht habe. Ich werde die letzten Wochen nie vergessen. PS, grüß mir bitte auch den Blauen. So verkehrt ist er gar nicht. Ich wünsche dir alles Gute auf der Welt und mach weiter so schöne Videos. Dein Freund, das Bühmonster. Mach's gut, Bill.